Ja. Moin und was ihr hast jetzt geschafft, ja, ne? Moin und herzlich willkommen zu einem neueren Erklärbär-Video zur Hauptfach, zur neuesten Version. Und ihr hört richtig, der Christian ist wieder Ja, aus der Quarantäne wieder erwacht oder so ähnlich. Genau, ganz kurze, Christian wird heute euch ein wenig mehr zeigen. Ich werde heute ein wenig mehr nur zugucken und weniger reden. Das liegt daran, weil es mir nicht allzu gut geht. Also Christian, Kälberzucht Hannes, du darfst. Genau, Gelberzucht Hannes, die ist unten in Unterscheffach. Hier könnt ihr Kälber zu Kühen aufziehen. Dann lasst uns mal auf den Hof drauf gehen. Ihr habt gleich hier links einen Fermenter. Für was? Das muss euch der Manu zeigen. So, jetzt Ja, genau. Grasetage, also Gras Genau. nass und Gras kommt rein. Genau, Gras nass und Gras könnt ihr mal daraus macht ihr dann Grassilage, die ihr auch hier auf dem Hof braucht, im Stall zum Füttern. Insgesamt 1 Million passen rein. Ja. Dann auf der anderen Seite habt ihr noch die normale Hoftankstelle, Biodiesel rein. Der wandelt das um zu normalen Diesel, um eure Maschinen halt zu befeuern. Damit die weiterfahren können, damit ihr ackern könnt. Dann habt ihr hier jede Menge Unterstände, Garagen. Sehr Schick. schick gemacht. Kann man auch drinnen wohnen. Ja, kannst du eine schöne Party draus machen, ne? Dann gehen wir mal außen rum hier. Dann habt ihr noch zu dem Grundstück gehört auch noch ein Feld. Ja, momentan ist da Weizen drauf, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Aber hier hinten habt ihr noch das Orangenungetüm. Kennt ihr ja auch alle mittlerweile. Das Flüssigdüngerlager. Da passen auch jeweils 100.000 Input, 100.000 Output, also insgesamt 200.000 Liter Lagerkapazität. Habt ihr hier frei. Wenn ihr dann hier hinten die Türen mal aufmacht, habt ihr dann wieder ein Düngelager, also für Festdünger, Mineraldünger. Wollte der mich da reinschmeißen? Auch hier könnt ihr 250.000 Liter insgesamt lagern. So. Ach, guck mal, das ist schon wieder hier vorne. Ja, rechte Seite ist der Stall, da kommen wir gleich zu. Hier auf der linken Seite habt ihr noch Schüttgüterlager. Warte, gehe ich gerade noch mal durch. So, Genau. Graslager haben wir hier. Also Gras, wirklich nur Gras passt hier rein. Dann Genau, das Gras frisch aber, ne? Also das hier normale steht nur, Gras. nur Gras drauf. Und hier haben wir Ja. Stroh. Und einmal, was aber nicht gebraucht wird hier in den Hof. Heu. Ja, weiter rum. Oh, jetzt habe ich das Telefon. Heißt, wir machen eine ganz kurze Pause. So, und da sind wir wieder. So, da sind wir wieder. Entschuldigung, ich muss da mal telefonieren. So, hier habt ihr noch das Saatgutlager. Auch hier könnt ihr 300.000 Liter könnt ihr hier speichern. Klappe auf, reinschütten. Dann wird irgendwann übergeladen, dann könnt ihr hier aus dem Trichter wieder rausholen. Dann habt ihr hier eure Mistplatte, wo der Mist spawnt aus dem Stall. Dieses nette Betonding ist ein Wasserträger. Hier könnt ihr Wasser zapfen für alles Mögliche. Ist nicht nur für diesen Hof, das ist für alles. Und dann habt ihr hier noch schöne Unterstände halt. Wenn wir weiter hier rumgehen, noch mehr Carports. Und dann kommen wir hier zum Hofsilo. Ich zeig mal wieder unsere tolle Klappe. Der Vorführeffekt, ja, ist schon klar. Klappe öffnen. Und auch hier wieder irgendwo kommt der Trigger. Ach nee, wir brauchen gar kein Nee, Rohr. hier kommt kein Rohr zum Ausfahren. Auch die Displays funktionieren mittlerweile. Das heißt, ihr seht dann auch nach Server-Neustart, also nach Spiel-Neustart, das müsste jedes Mal nach dem Hofkauf gemacht werden. Seht ihr dann, könnt ihr dann da was ein- und auslagern. Genau. So, dann kommen wir mal zu dem eigentlichen, die eigentlichen Produktion hier. Das ist die Kälberzucht. Der Computer ist hier hinten schön in der Hütte versteckt. Ah, da. Oh, ihr braucht Kälber, 200.000 Liter, Wasser 100.000 Liter, Stroh 24.000 Liter und Silage 24.000 Liter. Genau. Produzieren tut er dann natürlich Kühe, Gülle und Mist. Richtig. Das haben wir natürlich auch schon mal alles wieder vorbereitet, dass wir jetzt einmal kurz alles reinfahren können, um euch zeigen können, dass die Anlage auch läuft.
und wo ihr was einfüllen Ich gehe da könnt und mal raus. in. Ach, war schneller. Au, ich darf nicht so viel lachen, ey. Ich war schneller, aber dafür kann ich nicht so gut fahren. So, Anlieferung Kälber. Dann fahren wir eben halt hier gerade hin. So, und dann rückwärts. Und dann dürfte er eigentlich hier ein I anzeigen. Macht er aber nicht. Muss die Tür aufmachen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich bin nämlich in die falsche Tür drin. Das große Tor. Habe ich auch gerade festgestellt. Also. Siehst du, auch mir passieren Fehler. So, und jetzt haben wir den Salat. Ist Christian, fest. kannst du mal gerade den starken Bauern benutzen? Das bringt mir nichts. Vor mir hängt ein Pömpel. Pimpel. Jetzt nicht mehr. Alles gut. So, aber auch das haben wir jetzt mit in der Aufnahme drin. Halb so wild. Irren ist menschlich. Genau. Fehler machen wir alle. Wer etwas Perfektes haben möchte, sollte woanders hingehen. Christian, ich darf nicht lachen. Hörst du jetzt mal bitte auf? Ja, ich versuche es. Ah, je. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Oh, Ja. jetzt. Jetzt. Also irgendwie ist der Hof ein wenig eng. Kann das sein oder kommt mir das nur so vor? Nee, der ist eng, das stimmt wohl. So. Und jetzt werden wir doch wohl das Loch da treffen, oder? Setze, haben wir das I. Zack. Entschuldigung, Doch Christian. wichtig ist, die Türen, die haben alle Kollisionen. Das heißt, wenn ihr in die anderen Türen reinfahren wollt, müsst ihr halt die wieder aus der Sicht rausnehmen. Ach, So, das. das Wasser wollen wir dann jetzt auch mal einfüllen. Das ist hier vorne das erste kleine Tor. Ja, Moment. Alter Mann, ist doch nicht so schnell. Ich komme angerannt. So. Da müsst ihr hier reinfahren. Dann fahrt ihr hier durch, dann bekommt ihr irgendwann das I, dann könnt ihr überladen. Das wird sogar hier angezeigt. Genau, da füllt sich die Plane. Ich Die bin können wir mal. jetzt hier drin stehen lassen. Ich habe mir mal gerade die Füße gewaschen da drin. Jo. Du kannst mal das große Tor bitte aufmachen. Bitte. Wo? Da sind drei Tore, das mittlere, das große, bitte. Ach da. So, da wollen wir dann jetzt mal das Stroh reinfahren. Da fahrt ihr auch einfach rein. Dann bekommt ihr das I. Lasst dann abladen. So, mal Tor wieder zu, weil ansonsten kommen wir nicht in die dritte rein, wo die Silage rein muss. Damit brauchen wir jetzt nur noch Silage. Genau. Wir zeigen euch auch gleich auch noch den Trigger von dem Fermenter. Obwohl der eigentlich offensichtlich ist. Oh, jetzt muss ich aber gucken, ob ich hier jetzt rumkomme. Gucken, ob Christian auch so tolle Fahrkünste hat. Ja, Christian hat fleißig geübt irgendwann. Nee, da bleibe ich aber gleich mit dem Anhänger hängen. Also da muss ich einmal aus und anders rumfahren. Je, Vorführeffekt. Weiß, Leute, ich kann es nicht besser, aber es macht Spaß. Immer Spaß, über andere zu lachen, ne? Genau. Also tue euch einen Gefallen, fahrt von der anderen Seite aus rein. Das ist einfacher. Auch hier einfahren. Dann bekommt ihr das I zum Einladen. Was hast du jetzt rausgeschmissen? Grassilage. Ah ja. So, normalerweise müsste unser Computer, jo, ihr leuchtet. Tada! So. Wolltest du das jetzt gerade Also, noch im Fermenter machen? ja, genau, Fermenter noch und dann gucken wir gleich mal, ob wir gleich schon mal Kühe irgendwie haben. Wir So, müssen der auch noch ein Fermenter. bisschen vorspulen, ne? In der Wir können es ja Zeit. jetzt schon mal langsam vorspulen, das kannst du eigentlich schon machen. Ja, wenn er gerade nicht speichert, machen wir das doch.
Mein Gott, braucht ihr lange zum Speichern. So, dann Echtzeit. Bitteschön. So, Fermenter, habt ihr da unten dieses schöne Gitter? Da fahrt ihr einfach ran. Dann bekommt ihr das I einladen. Und dann fängt das Ding schon an zu arbeiten. Wie ihr seht, sofort überlädt er und produziert auch schon. Genau, Gras nass, Gras rein und Genau. Grassilage kommt raus. So, So. wenn auf der rechten Seite seht ihr so ein schwarzes Rohr als Überhang. Da fahrt ihr dann drunter. Wenn ihr die erwischt, ne? Siehst du, ich fahre wieder Beulen ins Blech. Wenn ihr dann da drunter fahrt, kriegt ihr ein R, drückt auf Start und schon lädt ihr wieder über. So, dann haben wir jetzt noch die Tiere. Also hier sehen wir das jetzt gerade nochmal mit der Gülle hier. 1200 Gülle haben wir. Genau. So, jetzt gucken wir, wo ist das Manu, den anderen Trecker? Da ist er. So, und die Kühe nehmt ihr auch wieder da raus. Warte mal gerade. Ich bin zu dick für den Türrahmen. Ah, nee, Ja, Quatsch, die Türkühe waren auf der anderen Seite. wir haben aber erst 267 Kuh. Dann macht ja nichts. So, dann suchen wir mal gerade den Christian hier. Auf der anderen Seite. Da, wo du mich gerade über den Haufen fährst, danke. Genau, ich wollte einmal drehen, aber irgendwie habe ich mich jetzt hier festgefahren. Auch mir passiert sowas. Einmal kurz drehen und die Kühe nehmt ihr auf der anderen Seite raus. Soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe. Wir können es einfach mal testen hier. Bist du denn Ich fahre jetzt? jetzt kurz, ich fahr auf der anderen Seite einmal kurz ran. Aber soweit ich weiß, ist nämlich das Tor hier, wo Manu vorhin die Kälber reingetan hat. Anlieferung, Kälber Ne, steht das ist hier. die Anlieferung, genau. Und wenn ihr dann auf die andere Seite fahrt, das ist dann das andere große Tor. Dort bekommt ihr dann ranfahren. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder einen Vorführeffekt. Ah, also ihr müsst ja schon ziemlich weit reinfahren. Dann bekommt ihr ein R zum Befüllen. Und dann Und füllt sich die dann Kuh. füllt sich die Kühe. Die Kühe, Kühe, Kühe. Und schon habt ihr die Kühe wieder raus, die ihr produziert habt. Ja, und Genau. die könnt ihr natürlich weiterverwenden an jedem Milchviehhof. So Leute, ach so, was wir ganz zu Anfang des Videos vergessen haben, entschuldigt übrigens, dass es ja ein paar Aufnahmen jetzt in der Woche nicht gab. Einmal gesundheitlich, einmal zeitlich hatten wir das Problem, dass das nicht hingehauen hat und ich denke mal zum Montag oder Dienstag kommt wieder eine neue Aufnahme, aber das ist jetzt noch nicht sicher, weil der Christian Genau. hat auch noch privat was zu tun. Real Life geht immer vor, das solltet ihr euch immer schön im Kopf halten. Richtig, und die Gesundheit auch. So, Genau. Christian, dann sind wir eigentlich durch, oder? Ja, eigentlich ist der Hof soweit erklärt. Also bei Fragen weiterhin schreibt unter die Videos, welche Höfe wir vorher nochmal vorziehen sollten, was ihr gerne sehen wollt. Fragen, guckt bei Twitch vorbei, beim verrückten Manu oder bei mir, Chris Pur. Somit. Dann seht ihr mal zwischendurch, dass wir auch die Hopfachverrückten sind, wo wir am Rumzappeln sind. Ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderschönen Abend und sag mal Tüdelü. Ja, und dir nochmal ein Dankeschön, Christian, dass du heute das in die Hand genommen hast. Wir Ja, hören uns kein dann. Problem, gerne doch.